Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden Ost und Gruner Seidnitz. Etwas Gutes an diesen Tagen ist es, dass wir als Pfarrfamilie viel Zeit miteinander verbringen dürfen. Das ist bei aller Sorge ein Geschenk. Sicher ist viel zu organisieren und Ungewohntes fordert uns heraus. Viele tolle Ideen spuken uns im Kopf herum, von denen aber nur wenige realisiert werden können. Eines aber geht immer. Wir essen gemeinsam morgens, mittags und abends. Und einmal am Tag gibt es einen Vitaminschub, frisch gepresst durch unsere Kinder. Wenn viele mit Herz und kräftig mittun, geht natürlich auch manches zu Bruch. Mal ist es ein Glas, mal ein Teller. Am Montag war es eine Schüssel aus der Oberlausitz, die letzte. Sie war nicht mehr zu reparieren. Schade. Aber das werden Sie ja vielleicht auch kennen. Wenn etwas zu Bruch geht, was Sie lieb haben und schätzen, dann gehört ein Schub Traurigkeit dazu. Jesaja erzählt uns von der Traurigkeit Gottes im Angesicht seines Volkes. Der Prophet vergleicht sein Volk mit einem tönernen Gefäß. So irden und fragil wie es ist, droht es unter den einbrechenden Gewalten zu zerbrechen. Diese unsere eigene Zerbrechlichkeit wird uns gerade sehr deutlich vor Augen geführt. Und medizinische Propheten malen sie uns gewollt oder ungewollt aus. Es könnte an der Zeit sein, sich Gott vorzuknüpfen, nicht wahr? Ihn zu fragen, warum Gott? Es gäbe aber auch die Möglichkeit, sich ihm voller Vertrauen und in Demut in die Arme zu werfen, weil er der Schöpfer ist, der Bildner und Bewahrer unseres Lebens, meines Lebens und ihres Lebens. Von dem amerikanischen Volleyballspieler Kirk Kilgour stammt das Gebet der Demut. Wenn Sie wollen, beten Sie es nun mit mir. Ich habe den Herrn gebeten, stark zu sein, um großartige Dinge zu tun, und er hat mich schwach gemacht, damit ich demütig bleibe. Ich habe den Herrn gebeten, mir Gesundheit zu geben, um große Aufgaben zu erfüllen, und er gab mir das Leiden, damit ich es besser verstehe. Ich habe Gott um Reichtum gebeten, damit ich alles besitzen könne, und er hat mich arm gemacht, damit ich nicht egoistisch bin. Ich habe ihn um Macht gebeten, damit mich die Menschen brauchen. Aber er hat mich gedemütigt, damit ich es sei, der sie braucht. Ich habe Gott um alles gebeten, um mein Leben zu genießen, und er hat mir das Leben geschenkt, damit ich mit allem zufrieden bin. Herr, ich habe nichts von all dem bekommen, worum ich dich gebeten hatte. Aber du hast mir alles gegeben, das ich nötig hatte, fast gegen meinen Willen. Und die Bitten, die ich nicht aussprach, wurden erhört. Gelobt seist du, mein Gott. Unter all den Menschen besitzt keiner, was ich besitze. Amen. In diesem Sinne grüße ich Sie von Herzen und bitte Gott darum, dass er Sie zum Leben behüte. Ihr Pfarrer Christoph Arnold.